Neururer entlassen. Der VfL Bochum hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Peter Neururer getrennt. Der 59-Jährige zeigte sich im Gespräch mit Sport1 sehr enttäuscht und überrascht von seiner Freistellung. Er habe gerade das Training leiten wollen, da habe ihm der Club mitgeteilt, dass er nicht mehr Trainer des VfL sei. Neururers zweite Amtszeit in Bochum ist damit bereits nach etwas mehr als anderthalb Jahren beendet. Ja, weil wir der Meinung waren, dass das, was in den letzten 14 Tagen an öffentlichen Äußerungen gegenüber den Gremien dieses Clubs geäußert worden ist und gerade in den letzten zwei Tagen vereinschädigendes Verhalten ist und die lässt eine vertrauensvolle und respektvolle Zusammenarbeit mittel- und langfristig nicht zu. Nein, ich kann ja jetzt was anderes nicht sagen. Wir stehen auf einem Tabellenplatz, der aus meiner Sicht in Ordnung ist. Wir könnten sicherlich besser stehen, aber das hat mit dem Trainer, welche Performance er abliefert, überhaupt nichts zu tun. Es geht hier einfach auch darum, wie man intern in einem Club miteinander umgeht. Das, was in den letzten 14 Tagen passiert ist, ist aus meiner Sicht etwas gewesen, was mich sicherlich auch dazu bewegt hat, darüber nachzudenken, wie es weitergeht. Aber das, was am Wochenende passiert ist, war letztendlich dann der ausschlaggebende Grund, warum wir gesagt haben, wir trennen uns. Wir haben Peter Neururer mit sofortiger Wirkung freigestellt unter Fortzahlung seiner Bezüge. Alles Weitere muss dann der Peter Neururer entscheiden. Von unserer Seite aus ist die Sache klar. Wir werden jetzt erstmal in Ruhe uns umschauen, werden unser Anforderungsprofil, das wir sicherlich auch im Kopf haben, werden wir uns Kandidaten aussuchen und dann ist die Frage, ob wir sie halt bekommen. Aber unser Ziel ist schon, dass wir im neuen Jahr dann auch mit dem neuen Trainer beginnen.